Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 in meiner Solo-Karriere mit dem Sauber F1-Team. Wir befinden uns in Catalonia, Spanien, haben das Training und Qualifying wie immer absolviert. Lief, glaube ich, für unsere Verhältnisse sehr gut. Wir haben es wieder in Q3 geschafft. Ich glaube, ich habe auch alles rausgeholt, was in dem Auto steckte. Ich hatte in Q1 hatte ich den 7. Platz. Und in Q3 habe ich den 10. Platz geschafft. Weil es zeigte sich auch schon ab, dass in Q1 und Q2 die Jungs noch nicht so aufs Gas getreten haben. Das hat sich dann in Q3 bewahrheitet. Da haben sie nochmal ordentlich drauf getreten und da war einfach nicht mehr drin als der 10. Platz. Aber das ist, denke ich, für unser Auto völlig okay und war auch, denke ich, das Maximum. Ich würde sagen, wir hören uns mal die Voicemail an, was das Team von uns erwartet. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. So, wir starten auf Platz 10 und sollen Platz 16 oder besser erreichen und Marcus Ericsson besiegen, also unser Teamkollegen. Die Rivalität gegen Daniel Ricciardo haben wir natürlich wie erwartet verloren, gerade eben. Das war aber auch abzusehen. Sauber gegen Red Bull, das kann natürlich nicht funktionieren. So, Ziel für die Fahrermeisterschaft. Da sind wir im Moment auf dem 9., 6. Platz, glaube ich sogar. Sollen wir 16. oder besser werden, also das ist auch noch realistisch. Guck mal eben, wo wir sind, Rangliste. Ich glaube, Platz 6 war es. Sogar dank dem guten letzten Rennen, wo wir Platz 2 erreicht haben. Genau, Platz 6 sind wir aktuell. Also wenn wir in die Punkte fahren, ist das schon mal spitze. Heißt, das Ziel heißt 10. Platz. Wir können hier auch nochmal sehen, nee, das wollte ich nicht. Das ist unser letzter Grand Prix Russlands in Sochi, 2. Platz. Yeah! Hier wollte ich gucken. So, wir sind ja immer noch das letzte Team im Leistungsvergleich. Von daher ist der 10. Platz völlig in Ordnung. Wie ihr seht, forschen wir auch wieder ein bisschen. Ich habe mich diesmal für die Treibstoffeffizienz entschieden. Energiespeicherzellen. Verbesserungen an Energiespeicherzellen, Batterien reduzieren die Energieverschwendung und sorgen dafür, dass die Treibstoffeffizienz während einer Runde erhöht wird. Mir war da nicht klar, dass ich dann länger auf der Mischung Fett fahren kann. Da kam ich erst durch ein anderes YouTube-Video drauf. Und zwar von dem lieben Ray. Grüße hier an Ray von Pixelhelden. Von daher werde ich das auch mal in Angriff nehmen. Weil auf Fettfahren lange Zeit ist natürlich sehr gut. Und verschafft einen kleinen Vorteil zumindest. Wollen wir mal den Verlauf sehen, was wir hier so gemacht haben. Kann ich jetzt persönlich auch nicht viel mit anfangen, denke mal hier auch nicht. Zeigt aber den Verlauf an. Ich würde sagen, wir gehen ins Rennen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich frage mich, was uns heute der große Preis von Spanien bieten wird. Vielleicht erleben wir wieder ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wie im unvergessenen Jahr 91 zwischen Mansell und Senna, die sich damals auf der Start- und Zielgeraden ein Millimeter-Duell lieferten. Vielleicht sehen wir aber auch ein eher strategisches Rennen mit deutlich erschwerten Überholbedingungen. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730 Meter Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Wie der aufgeregte Kollege neben mir kann auch ich das Rennen kaum erwarten. Es handelt sich übrigens um niemand geringeren als Stefan Römer. Schön, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Danke, und auch ich warte schon gespannt auf das Rennen. Alle Zeichen deuten auf ein großartiges Rennen. Weltmeister in starken Autos, viele Fahrer in Form und
Ich vermute ein paar Strategen in der Boxengasse, die etwas anderes versuchen möchten und vielleicht die Reihenfolge etwas verändern. Du warst im Qualifying besser als erwartet. Mal sehen, ob du deine Position im Rennen halten kannst. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Rosberg, Daniel Ricciardo und Sainz Jr. Verstappen, Button, Grosjean und ein Sauber. Schwert, Gutierrez, Fernando Alonso und Haryanto. Wehrlein, Hülkenberg, Sergio Perez und Valtteri Bottas. Magnussen und Palmer. Felipe Massa und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, schauen wir uns mal die Rennstrategie an. Da haben wir eine Zwei-Stop-Strategie. Oder drei. So, wir sollen am Ende auf harte Reifen wechseln. Weichen Reifen starten. Geplant. Personalisiert. Tja. Was haben wir hier Schönes? Zeit jetzt hier kürzer eigentlich, nur wenn sich die Rundenzeit ein bisschen variieren. So, weil ich früher reingehe und dann mehr besseren Griff wahrscheinlich habe. So. Auch interessant, das geplante ist langsamer als das personalisierte. Mache ich jetzt auch zum ersten Mal, muss ich gestehen. Habe ich bisher noch nicht drauf geachtet. Okay, was können wir hier denn noch so schönes einstellen? Zu fühlen. Ups. Ochsenrunde 6, 5. Okay, da bauen die Reifen aber auch schon sehr ab, wenn ich sie dahin lege. Das ist auf jeden Fall zu knapp. Da dran, plus 110. Tja, was nehmen wir denn nochmal? Weiß ich auch nicht. Harte Reifen sind natürlich auch langsamer. Halten aber natürlich wesentlich länger. Zweimal Mediums. Ich glaube, die harten sind mir irgendwie nicht so lieb. Andererseits brauche ich dann auch keine Reifen schonen, kann Vollgas geben. Was haben wir denn hier? Sagen wir, Software natürlich auch cool. Allerdings nach 5 Runden schon rein, das ist mir auch irgendwie zu früh, ehrlich gesagt. Aber die Soft halten halt auch nicht lange. Vielleicht zweimal. Ne, ich glaube, ich wähle die
Ja, ich wähle die Strategie ohne harte. Ich gehe zweimal auf Mediums. Das ist, glaube ich, am besten. Ja. Die Strategie nehmen wir. So, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und mir viel Glück. Oh, das sieht nach einem guten Start aus für uns. Hier außen verteidigen. Haben schon mal einen Platz gut gemacht. Richtig auf die Bremse. Wow, wo gehen immer die Eisen? Sehr gut. Wir haben schon mal einen Platz gut gemacht wieder. Zwei Stück gleich. Sehr schön. Gefällt mir. Sehr schön. Gleich schön Windschatten. Schön ausnutzen. Perfekt. So nicht die Linie verlassen. Sehr schön. Schon wieder einen Platz gut gemacht. Das läuft ja spitze bisher. Gleich Sektor Bestzeit. Gefällt mir. Aufpassen hier, gehen die ziemlich in die Eisen. Ja. Sehr gut. Sehr gut, dann könnt ihr uns ja schon mal nicht gefährlich werden. Jetzt müssen wir nur selber auf unseren Frontflügel aufpassen, da nichts passiert. Deswegen halte ich im Moment auch ein bisschen Abstand. Will da keinen drauf haben. Sehr schön. Ja, auch der ist. Ricardo bleiben wir dran. Unser Ex-Rivale. Bin gespannt, ob der sauber durchhält. Vom Motor und so weiter. Sollten wir hier nochmal einen Schaden erleiden. Im Frontflügel. Sorry, das Schild. Der ist Schild. Sieht es ganz gut aus. Bisschen fett fahren. Gut.
Reifen sind noch okay. Wieder im DRS-Fenster bei Daniel Ricciardo. Können zwar dranbleiben, aber überholen können wir aktuell noch nicht. Dafür ist er noch zu schnell. Hinten haben wir Platz, sehr gut. Fällt mir. Oh, wir haben Platz noch eine Box haben. Wir jetzt auf Platz 5. Sehr schön. Gucken, ob wir den halten können. Gehen wir ein bisschen dichter ran an Ricciardo. Jetzt wieder ein bisschen Windschatten. Ah, scheiße. Mein Call versaut. Das ist gar nicht so einfach. Oh, Ricciardo! Geht er denn da so in die Eisen, ey? Mann, 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 Mann. Ah, scheiße. Ah, der Flügel ist hin. Toll. Ah, hatte ich mal vorher geguckt. Scheiße. Ah, das war uns hier scheiße jetzt. Dann werden wir jetzt, na man sieht es hier auch, ich krieg gar nicht die Linie mehr. Da verlieren wir jetzt wertvolle Zeit. Na, scheiße. Nicht gut. Auch total raus. Da war der Pylonenweg. Es geht noch einigermaßen, aber der Flügel, der muss unbedingt runter. Habe ich hier keine Chance gegen die Guten. Jetzt hier auch wieder. So, jetzt Jungs, schneller Boxenstopp bitte. Los jetzt, Jungs, schneller, 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 schneller. So, rein uns erstmal ganz hinten wieder ein.
mal wieder auf Standard. Oh, was ist das denn? Machen werde jetzt, dass ich ein paar an der Box überholen kann. Das wir natürlich anfangen machen müssen. Die eine Runde hier haben nämlich ein paar an die Box. Ja, komm Mariano, Gas. Vor uns ist Alonso. Schön auf den Flügel aufpassen. Alonso haben wir gekriegt. Sehr schön. Das ist aber der Kurve jetzt immer in zu bleiben, dass ich mir da wieder den Flügel zerhaue. Komm Magnus, geh ein bisschen schneller. So, schönen Windschatten, DRS. Sehr gut. Ein paar Informationen zu Harry Anto. Er wird wieder schneller. Da glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Und da habe ich eben meinen Einlenkpunkt verpasst. So, da vorne rieche ich schon den 10. Platz. So langsam. Den kann ich gleich wieder haben. Vorausgesetzt, wir machen uns für die Kaputtspanne holen. Hier. Schön Windschatten ausnutzen mit DRS. Das sollte reichen. Sehr schön. Muss wieder aufpassen hier bei der Kurve. Ich glaube, das reicht. Reicht nicht diesmal. Schade. Ja.
Linie wieder verpasst. Da kriegen wir DRS zum Glück, aber das schaffen wir nicht. Ein bisschen fett fahren die Runde, solange wir ein bisschen rankommen. Ja, gerade mit Fett müssen wir aufpassen. Das kriege ich noch nicht hin. Man sagt, gehen die so vom Eisen, vom Gas. In der Kurve, da bin ich immer zu langsam dann. Also dicht kann man auch nicht, weil sonst macht man ein bisschen Flügel kaputt ganz schnell. Immer schwierig. Bis jetzt hier rankommen für die DRS-Strecke. Scheiße, wird schon wieder nichts. Schade. Mann ist er noch zu schnell für uns. Boah, das war auch wieder knapp. Vielleicht auch ein bisschen spät gebremst. Schon wieder nicht. Ist doch nicht. Reicht wieder nicht. Schade. Oh, den kriegen wir noch. Ist ein bisschen besser raus. Das wird hier nicht reichen. Ja, versuche ich die ganze Zeit. Gar nicht so einfach, wird es aufgehalten, allerdings. Das ist gut für uns. Das heißt, wir sind auch ungefähr so schnell wie Button. Nein! Schon wieder! Das gibt's doch nicht! Gibt's doch nicht! Scheiße! Jetzt noch mithalten können, ist bezweifle ich. Gleich aus dem DRS raus. Ah, Mann, Grosjean, ey. Gibt's doch nicht. Oh, komm, Mann.
komme ich schon nicht mehr um die Kurve richtig rum. Scheiße. Boxenfenster ist auch noch weit entfernt. Rettet uns also auch nicht. Ja, ziehen auch davon. Kann nicht mehr mithalten. Ich sehe auch die Kurven nicht mehr. Ah, scheiße. Das ist natürlich ätzend jetzt. Kacke. Ah, was mache ich jetzt? Soft wechseln, den dritten Boxenstopp kassieren, das wird aber auch nichts. Boxenstopp. Scheiße. Das nützt nichts. Jetzt weiterfahren mit dem Flügel, das hat keinen Sinn. Ich lieber jetzt den Boxenstopp. Oh, 10 Sekunden, ey. Das ist natürlich mega ätzend jetzt. Schön letzter Platz. Ja, immer gespannt. Hälfte des Rennens ist gerade erst vorbei. So, jetzt muss ich versuchen, alles rauszuholen. Was geht? Ups. Boah, wird hier also echt schnell. Ganz schön der Windschatten hier. Ja, aber ich glaube, denke, der Boxenstopp war auf jeden Fall sinnvoll. Sonst hätten wir gar keine Chance mehr. Ja, hätten bestimmt 4 Sekunden pro Runde verloren. Locker. Also jetzt ein bisschen durchs Feld fliegen. Ups. Und auch unseren Flügel aufpassen. Verbremst. Mal gucken, ob wir den noch kriegen. Ich fürchte nicht. Gleich haben wir ihn. So, muss ich aber ins Gedächtnis rufen, Ziel war Teamkollegen besuchen. Teamkollegen besiegen. Sorry, Bottas.
gehabt. Muss echt aufpassen auf meine Flügel. Ich wollte sagen, muss ich vor das innere Auge hervorrufen. Das Team 16 Platz erwartet. Und unseren Teamkollegen zu besiegen. Und das sollten wir, denke ich, trotzdem schaffen. Hoffen, dass wir noch ein paar an die Box fahren, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall auch noch. Die Frage ist, ob wir davon partizipieren können. Bin gespannt. Jetzt ein weiterer Platz, gut. Sehr schön. Kann man ein bisschen Platz 17 sein? Oh, 16 sogar jetzt schon. Platz 2. Sehr schön. Minimalziel ist erreicht. Sehr gut. Ausgesetzt. Wir haben nicht einen weiteren Flügelschaden. Gehen ja teilweise in Kurven noch in die Eisen. Wahnsinn. Lässt du mich vor? Ja, lässt mich vor. Sehr gut, danke. Gleich. So, Platz 15, sehr gut. Verbremst. Das ist Palmer. So, vor uns ist ein richtig schöner Pulk, auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Heißt, wir können auf jeden Fall noch ein paar Plätze gut machen wahrscheinlich. Ich hoffe zumindest. So, damit sind wir ein paar Mal dran. Passen, hier wird stark gebremst. Hier kommen wir wesentlich besser raus. Sehr schön. Endlich haben wir die Linie gut getroffen. Oh. Grosjean ist schon wieder vor uns. Sehr gut, da haben wir ja gar nicht so viel verloren. Perfekt. Und auch viele an die Box gefahren.
können wir den nächsten überholen. Sehr gut, was ist das, Alonso oder wer ist das? Alonso, ja. Sehr schön, haben wir. Perfekt. Vor uns ist jetzt Wehrlein. Muss Roger mal in die Box gefahren sein. So schön, da vorne sind ein paar. Die Stelle als Wehrlein müssen wir auf jeden Fall sein, weil der auf harten Reifen fährt. Könnte uns jetzt nochmal einen Vorteil bringen. Ich fand die anderen ja auf harten Reifen. Oh Scheiße, da krieg ich die Gruppe nicht. Fett, Fehler ausgleichen, wenn ich hier ein bisschen. Fände ich schön, wenn ich jetzt noch viel auf harten Reifen fahre, dann habe ich einen schönen Vorteil. So, da sind wir fast dran an den drei. Das würde 10. Platz bedeuten, wenn wir die kriegen sollten. Wir sind durch die Nummer gekommen. Fahrer vor mir. Das war natürlich echt scheiße. Das müssen wir aber noch behaupten hier. Scheiße. Verlieren wir auch noch einen Platz. Gegen Alonso. Vettel legt eine neue schnellste Runde hin. Kriegen die RS. So kriege ich die Kurve. So nicht so gut. Das sollte nicht sein. Falls Stelle
So, jetzt sind wir am Wehrlein dran. Sehr gut. Von hinten haben wir auch leider Druck. Könnte sein, dass Alonso uns versuchen wird zu attackieren. Wird er auch, aber wir bleiben hier. Kampflinie. Oh. Yes. Schön geschafft. So, dann wäre dann auch dran. Auch pass auf den Flügel. Noch reicht's nicht. Da uns touchiert. So, den haben wir jetzt. Den Hulkenberg. Meistens besser raus. Sehr schön. Sehr gut. Schön. Zwei Plätze gut gemacht. Und damit haben wir den 11. Wieder zu weit draußen. Mist. Okay, Abstand zum Teamkollegen 29,5 Sekunden. Die Abnutzung wird auch langsam höher. Ich spiele zurzeit mit dem Gedanken, einfach durchzufahren. Keinen Boxenstopp mehr zu machen. Oh. Ob das drin ist, weiß ich nicht. Wir beobachten jetzt da 47% vorne. Wenn es nicht merklich hoch geht, die nächsten zwei Runden. So, wenn gebremst. So, mal gucken, ob wir jetzt Runde verbessern können oder verschlechtern eher.
Hier merke ich gerade ein bisschen weniger Grip. Das sind noch 6 Runden. Dann verbrauchen wir ungefähr 4%. Und schon wieder hier. Ja, ich würde sagen, dann verbrauchen wir 4% pro Runde. Entweder fahre ich in den Scheiße oder die Reifen bauen einfach richtig ab jetzt gerade. ...27.6 hat man glaube ich eben auch, oder hat man 27.3, weiß ich nicht mehr genau. Oh Scheiße, das verschaltet. Fett mal. Die anderen wissen wahrscheinlich schon alle schon, warum sie auf hart gewechselt haben. Also an 10. Platz kommen wir nicht ran. Nicht doch immer mehr, also wir kommen hier richtig raus. Das ist eigentlich noch okay. Oh Scheiße, jetzt, oh, was ist das denn jetzt? Ah, Mist. Toll. War das jetzt ein Fahrfehler oder? Und jetzt müssen wir durchfahren auf jeden Fall. Punkte sind leider nicht mehr drin. Jetzt habe ich mich mit den Mediums so ein bisschen verkalkuliert. Da hätte ich hart nehmen müssen. Der Bremsweg, der verzögert sich auch deutlich. Das
Der macht sogar ein bisschen Platz. Sehr gut. So, zwei Runden noch. Das klappt mit den Reifen auf jeden Fall noch. Und sie bauen echt ganz stark ab. Gleich aus dem Windschatten rausfahren. So, jetzt zwei Runden noch fighten. Kommen wir weg. So. So, auch ganz dicht dran jetzt. Merkt man wirklich, wie sie Grip verlieren alles. Okay, sieht gut aus. Nach hinten. Pad kann man durchfahren, sehr gut. Den Platz sollten wir schaffen. Auf Platz 11 geschafft. Sehr gut. Top-Leistung, mein Freund. Wirklich beeindruckend. Am Anfang des Wochenendes war ich noch ein wenig besorgt, aber du hast es geschafft. Danke sehr. Bitte, bitte. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeil. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein, man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen können sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden. In der
Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Das hat es. Jo, also ich bin ganz zufrieden. Es hat sich im Qualifying schon abgezeichnet, dass wir Platz 10 gerade so eben schaffen können. Und dann doch noch trotz des Flügelschadens Platz 11 geschafft. Also da kann ich mit leben. Das ist für mich völlig okay. Hat sich dann doch gezeigt, dass den dritten Boxenstopp. Hat sich dann doch gezeigt, dass es gut ist, den dritten Boxenstopp nicht zu machen. Wie man sehen kann, haben auch, glaube ich, wahrscheinlich alle, oder fast alle, bis auf zwei Fahrer, drei Boxenstops gemacht und teilweise sogar nur einen. Krass. Vielleicht gleich auf harte Reifen gegangen. Ja, das war wahrscheinlich nicht so klug. Also, Strategie ist soweit aufgegangen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den Start an. Der war ja auch ganz gut und interessant für uns. Gleich ein paar Plätze gut gemacht gehabt. Geht's los. Vettel kommt gut weg. So, da sind wir. Der Sauber. Jetzt der ganz rechts jetzt ist. So, zack, da fast eine Kollision gegeben. Da haben wir schon Platz gut gemacht. Und jetzt gleich den zweiten. Also das startet die sehr gut für uns, finde ich. Und hier nochmal innen gefahren. Kommen wir auch nicht ganz vorbei. Das war auf dem 9. Platz. Ja, insgesamt bin ich mit dem Rennen soweit zufrieden. Der Flügelschaden, der hätte nicht sein müssen. Aber das war auch ihr eigenes Verschulden. Teilweise gehen sie halt ja sehr stark in die Eisen, die KI. An bestimmten Kurven. Das hätte man natürlich vermeiden können. Aber es ist halt im Rennverlauf, manchmal kann man es nicht vermeiden oder sieht es zu spät. Und sonst gab es, glaube ich, keine interessanten Racing-Manöver, die man jetzt nochmal zeigen könnte. So, wir blenden das mal aus. So, Fahrer-WM konnten wir leider nicht steigen. Dieser Runde der Weltmeisterschaft aus. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich war das Sergio Perez. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. So, ich würde sagen, es ist okay, wir haben einen Platz verloren in der Fahrer-WM, natürlich, weil wir keine Punkte gemacht haben. Aber das ist noch okay, wir sind sogar noch vor Daniel Ricciardo. Also, immer noch ein super Ergebnis. Konstrukteur sind wir immer noch auf dem Platz 5. Also, können hier auch immer noch bestehen, sind jetzt punktgleich mit Scuderia Toro Rosso. So, sowieso sehr faszinierend, dass wir uns da oben bewegen können. Eigentlich müssten wir auf dem 12. Platz sein, bei 11 nicht mehr. Jo, schauen wir mal die Punkte an. So, leider einen Platz verloren. Bin trotzdem 20 Punkte dafür, straffrei, das waren wieder 408 Ressourcepunkte. Sehr gut. Fahrerposition können wir auch stärken. Sehr gut. Fahrermeisterschaft sind wir auch weiter über Platz 10. Sehr gut. Gut, hier unsere Karrierenpunkte sind nicht so interessant. Volk, 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 181.000. Sehr gut. Oh, Vertragsereignis. Fahrer Nummer 1 oder was?
erstklassige Arbeit geleistet. Teamaufstieg. Du hast dich als wichtiges Mitglied des Teams bewiesen, aus dem Grund haben wir dich zum ersten Fahrer befördert. Yippie! Dadurch erhältst du zusätzliche F und E Ressourcenpunkte. Diese Entscheidung tritt sofort in Kraft und wird am Ende der Wochenendergebnisse angezeigt. Herzlich willkommen zum Sauberteam. Yippie! Das ist doch cool. Und gucken, haben wir jetzt schon Ressourcenpunkte dazugekriegt? Noch nicht, beim nächsten Wochenende, ach, haben sie auch geschrieben, Ende der Woche. Da wird auch noch geforscht. So, ich würde sagen, wir starten schon mal das nächste Rennwochenende, um zu gucken, wo wir denn fahren werden. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, sie wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Ja, ihr habt wahrscheinlich gesehen, dass wir befinden uns in Monaco, wie man auch dort geradeaus sehen kann. Ja, Monaco wird natürlich ein ganz harter Grand Prix. Gucken, ob wir es bis zum Ende schaffen. Ich bin in der Leitplan gelandet. Bin sehr gespannt. So, unsere Forschung ist auch beendet. Treibstoffeffizienz. Sorry, plus 3%. Und gucken wir uns mal hier unsere Ressourcenpunkte an, die eben bei 408 waren. Immer noch, sollte man hier was dazu kriegen. Also wir haben immer noch die Rivalität gegen Daniel Ricciardo. Leute, wie soll ich denn gegen Red Bull anstinken? Könnt ihr mir das mal erzählen? Naja, schauen wir uns an. So, Konkurrenten-Update. Renault Racing hat ein bisschen was geforscht. Da ist gemischte Bedingungen. Okay, so forschen können wir leider nicht. Ne, haben wir nichts zur Auswahl. So, Renault Sport hat auch ein bisschen geforscht, auf jeden Fall, sind auch weiter gestiegen. So, jetzt ist die Frage, was ich als nächstes mache. Also, ich tendiere ja so ein bisschen zum Chassisgewicht schon wieder. Das werde ich, glaube ich, als erstes machen. Ja. Ich werde das Chassisgewicht erstmal machen. Dann werde ich vermutlich den Abtrieb machen. Und dann werden wir den Motor machen. Jo. Gut. Ja, ich freue mich aufs nächste Rennen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich freue mich wie immer über ein Abo, Like oder einen Kommentar. Und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bis dann.